Okay. Es kann nicht ausbleiben, dass Dinge geschehen, die Menschen vom Glauben abbringen, warnte Jesus seine Jünger. Aber wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden, als dass er einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen zu Fall bringt. Nehmt euch also in Acht. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm. Und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Die Apostel baten Jesus den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Darauf antwortete er, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Stellt euch vor, sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst du auch essen und trinken. Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht 10 Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen 9? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagte er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt.